Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 3 mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir Necrocafé ja so gut wie erkundet, zumindest diesen Teil davon. Und jetzt gehen wir mal zu dem guten Typhon. Hey Kammerjäger, hier drüben. Ich freue mich, dich zu sehen. Typhon de Leon erwartet dich. Immer hereinspaziert. Ui. Ich bin Gross, erster Verwalter von Typhon de Leon. Weil mein Gegenstück mir in jeder Hinsicht unterlegen ist, hat Dilian mich damit beauftragt, dich zu begrüßen. Also, willkommen. Na, du weißt aber, wie man jemandem einen warmen Empfang bereitet, was? Tja. Et hier. Hey, Kammerjäger! Ich bin Sparrow. Typhon hat mich gebeten, dich herumzuführen. Sparrow, was zur Hölle? Typhon hat gesagt, das Universum sei in Gefahr. Wir haben keine Zeit für eine Tour. Fahr zur Hölle, Grouse. Zeit für eine Tour. Nur zur Info. Die gesamte Innendekoration ist mein Werk. Hübsch, nicht wahr? Auch wenn man auf einem tödlichen Planeten gestrandet ist, sollte man sich zu Hause fühlen. Sparrow, sieh es doch ein. Der Kammerjäger mag dich nicht und du spielst keinerlei Rolle für seine Mission. Was soll's? Du spielst keinerlei Rolle für meinen Arsch. Der Meister hasst dich, Sparrow. Er würde dich sofort verschrotten. Wenn sein Klo das nächste Mal verstopft ist, bist du geliefert. Klos spielen eine wichtige Rolle. Es wäre mir eine Ehre. Lol. Manchmal, wenn ich alleine bin, rede ich mit mir selbst. Ist das okay? Kommt drauf an. Dran, Kammerjäger. Retten wir das Universum. Was? Hast du eine Hackfresse erwartet? Geil, Energiewhip. Strengend. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob der Soundbug bei euch auch war, aber... Diese Wumme gefällt mir sehr. Geöffnet Iridium. Wenn du welches hast, kann ich dir jederzeit eine Waffe bauen. Aber jetzt muss ich dir etwas zeigen. Hier entlang. Hey, Bots, ich bringe den Kammerjäger zur Maschine. Lasst niemanden rein. Honeyborn oder nicht. Jetzt können wir beweisen, wie gut wir sind. Spielt keine Rolle. Das Universum geht unter. Diese Laserpeitsche ist praktisch. So kann ich auch in meinem Alter noch mithalten. Außerdem sind Peitschen toll. Laser auch. Hab ich mir auch gedacht. Nett. Du hast mittlerweile kapiert, dass Pandora eine planetengroße Kammer ist. Die Eridianer nannten es die große Kammer oder so. Vor langer Zeit sperrten sie eine interdimensionale Monstrosität namens der Zerstörer dort ein. War nicht leicht, aber sie haben es geschafft. Die Eridianer opferten ihre gesamte Zivilisation, um dieses Ding einzusperren. Sie waren schlau, diese Aliens. Die Eridianer hatten einen Plan B, falls irgendein Idiot blöd genug ist, den Zerstörer freizulassen. Wenn das passiert, nun, er heißt nicht ohne Grund der Zerstörer. Leda meint, diese Tür führt zur Maschine, was immer das sein soll. Ach ja, sie hat's mir ja gesagt. Sie glaubt, die Maschine hat die große Kammer verschlossen. Ich frage sie, was ist die große Kammer? Sie sieht mich eine Weile an. Die große Kammer, sagt sie dann, ist der Grund, warum es keine Eridianer mehr gibt. Ich schätze, diese Typhon-Archive sind weniger überzeugend, wenn man den Mann mal kennengelernt hat. Es geht doch aber nichts über etwas Beute für die Massen. Naja, das Depot holen wir uns nachher. Gut, dass die Karte hier aufgedeckt ist. Hinter dieser Tür befindet sich ein antiker iridianischer astrokinetischer kammerbetriebener Phasenmotor-Dingenskirchen. Ich nenne es einfach die Maschine. Sehr praktisch. Und die Farben. Diese Iridianer hatten es echt voll drauf, was? Das war die Maschine, mit der sie den Zerstörer zum ersten Mal eingesperrt haben.
Und sie kann es wieder tun. Aber wir brauchen 4 Kammerschlüssel, um hineinzugelangen. Du hast schon 3, nicht wahr? Oh yeah. Promethea, hier habe ich meine erste Kammer gefunden. Eden 6, wahrlich kein Paradies. Pandora, meine Heimat. Es gibt noch einen Schlüssel und ich weiß, wo er ist. Aber Achtung, das wird kein Zuckerschlecken. Und einfach wird es auch nicht. Ach, du packst das schon. Du bist ein Kammerjäger, wie ich. Geh aufs Haus, Kammerjäger. Das wirst du brauchen. Balion hat einen Arsch voll Basen zwischen uns und der Kammer eingerichtet. Genau deshalb wollte ich Necrotafeo geheim halten. Aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Du musst den letzten Schlüssel holen. Ich habe ihn nahe der Kammer versteckt. Eine Brücke führt direkt zur Kammer. Geh dahin, Kammerjäger. Und viel Glück mit Maliwan. Okay. Ich hätte gern diese Waffe, die Waffen erzeugt. Das wäre geil. Alles raushauen. Oh. Die Bots haben Missionen für mich. Nett. Ich werde deinem Leben Sinn geben. Typhon hat an dem Prototyp einer Verteidigungskanone gearbeitet. Wir werden sie fertigstellen, damit du diesen Maliwan-Pernern wehtun kannst. Um sie abzufeuern, brauchen wir Wächterenergie. Nimm diese Energiefalle. Wir werden die Wächterenergie nutzen, um die Kanone anzutreiben. Das wird so cool aussehen. Wir schießen einfach in den Himmel und tun niemandem weh. Ich schieße mit meiner neuen Waffe, wohin ich will. Kammerjäger, du musst die Energiefalle nutzen, um die Wächterenergie zu sammeln. Geh in den Tempel. Missionszeit! Wir haben Typhons Forschungsdaten diesem Heilerbot gegeben, Turn. Aber er ist losgezogen und hat seine eigene Praxis aufgemacht. Was auch immer das heißen mag. Wenn Maliwan ihn findet, kriegen sie die Daten und kommen uns töten. Geh zu seinem Büro und hol sie zurück. Turn ist eine Gefahr für unser Überleben. Wenn Maliwan diese Daten in die Finger kriegt, finden sie uns. Du musst den Idioten umbringen und seinen Datenkern bergen. Was? Töte ihn nicht! Er ist ein total netter Kerl und kann super zuhören. Er hilft mir sogar, mit dieser Arschkrampe fertig zu werden, die immer für ein mieses Arbeitsklima sorgt. Na ja, wirst du lieber glücklich oder lebendig? Was für eine komische Frage. Bis jetzt war ich immer beides. Ich wette, als du mich gesehen hast, hast du dir gedacht, das ist der erste Kammerjäger! Der Typ? Ah, ich werde schon mein ganzes Leben lang unterschätzt. Aber ich sag immer, Helden gibt es in allen Formen und Größen. Egal, geh einfach zur Brücke. Ich sag deinen Leuten Bescheid und lass sie wissen, was hier los ist. Na dann. Aber erstmal muss ich doch zum Tempel. Jetzt erstes hey, muss ich darüber. Ich habe eine wirre Nachricht von Typhon de Leon erhalten. Irgendwas über eine Maschine und einen anderen Kammerschlüssel. Er scheint dich zu mögen. Mach uns stolz. Beweg dich nicht so. Holen wir uns mal unseren Loot. Ja, ja. Ja.
Probieren wir die mal. Sand und Kryo. Ist besser. Ein paar Sachen aktivieren. Das kann man fallen lassen. Kannst eh nicht verkaufen. Tempel war hier. Das kann ich dienen. Punkt. Genau so musst du es machen. Lass sie nur kommen, Kammerjäger. Kammerjäger, deine Killskills sind deine Augenweide. Ich habe keinen Mut und mach trotzdem sauber. Diese Wächter tun mir fast leid. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie so sind. Knapp ist, Sparrow. Das sind seelenlose Konstrukte. Ende der Geschichte. Zeitverschwendung. So. Naja. Sehen. Die letzte Seele. Internet ständig weg, du Sau. Was müssen wir überhaupt spawnen?
Sammelt er nicht auch noch mal den Schauf? Ach komm. Ich liebe eine gute Kanone. Das machen wir gleich. Ah, da lang. Die Tür da hinten, die wir nicht aufbekommen haben. Ich spüre die Kraft. Ich hab dich schon wieder vergessen. Komm zum Tarnzentrum für Aura-Zentrierung. Für eine kostenlose Sitzung zur Energieangleichung mit mir. Heilung scheint am Horizont. Oh Mann. Fühlt sich gut an. Lauter Viecher. So ein Bomber, das Vieh. Größer voraussichtlicher Patient. Ich spüre, warum Sparrow und Gross dich geschickt haben. Und ich kann helfen. Aber zuerst, ist dein Bewusstsein zentriert? Und bist du bereit zu wachsen? Sicher bin ich das. Ah, aber ist deine Energie richtig zentriert? Lass mich einen Moment lang deinen Energiefluss beobachten. Okay. Ich spüre, dass du eine stressige Arbeitsumgebung hast und dass du das Schicksal des Universums auf deinen Schultern lasten spürst. Interessant. Jetzt sehe ich, dass deine Energie fließt. Zentriere weiter. Yep, zentrieren, alles klar. Ein bisschen mehr nach links. Oh, lass mich einfach rein. Na bitte, jetzt bist du richtig zentriert und bereit für die Heilung. Bitte, betritt mein Heiligtum. Vergiss nicht, das hier ist ein heiliger Raum, wo alle Lebensformen in Harmonie koexistieren können. Ich bin immer in Harmonie. Deine erste Diagnosesitzung ist kostenlos. Danach nehme ich eine nominelle Gebühr von $1000 pro kosmische Neuzentrierung. Für den Anfang... Leg dich bitte auf die Couch. Tja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Auch gut. Dein Pfad führt dich dahin, wohin er dich führen muss. Wie dem auch sei, wir machen weiter. Ich möchte, dass du dich kreativ ausdrückst. Das legt die Seele frei. Nutze diese Farbe und tob dich an der Leinwand aus. Mm-hmm.
in deinem Herzen ist, im Herzen deiner Seele. Okay. Mal irgendwie, was auch immer das sein soll. Dass ein Claptrap die Arme hebt. Ich verstehe. Deine Kunst verrät mir, dass du dich gefangen fühlst in einem endlosen Kreis aus Gewalt und materiellen Errungenschaften. Interessant. Ich weiß, wie man deinen Kreis durchbricht. Ein prächtiges Geschenk nur für dich. Bitte öffne die Truhe der Ruhe für eine glorreiche Belohnung in Anerkennung deiner harten Arbeit heute. Oh, wie schade. Nicht das, was du erwartet hast. Und was fühlst du dabei? Dass du ein Penner bist? Ja, ja. Du drückst dich aus. Es ist Zeit, deine Behandlung zu starten. Hör aufmerksam zu. Du musst mir komplett vertrauen, damit die Behandlung wirkt. Unter keinen Umständen darfst du zu Gewalt greifen. Wir werden sehen. Ich will mich glasklar ausdrücken. Wir können den Pfad der Heilung nicht Hand in Hand beschreiten mit einer Barriere zwischen uns. Ich öffne mich dir und du musst dasselbe tun. Erschieß mich nicht. Das kann ich gar nicht genug betonen. Bitte greif nicht zu Gewalt. Es ist zu deinem Besten. Autsch, das tut weh. Ich hätte wissen müssen, dass du nicht bereit bist für die Behandlung. Wenn du dich so aufführst, wirst du nie Harmonie erreichen. Du bist ein schrecklicher Patient. War nichts gemacht. War mein Autoabwehrmechanismus. Scheiße. Meine Sensoren zeigen, dass du den Datenkern hast. Gute Arbeit. Komm zurück. In solchen Fällen sollte man das abschalten können. Und wie ist es gelaufen? Hast du die Signalspitze nicht gespürt? Tarn ist tot. So ist es gelaufen. Aber warum das denn? Weil er wirklich nervig ist. Oder war. Nee, er hat mich angegriffen. Das war sein Todesurteil. Autoabwehr. Pech gehabt. Immer wiedersehen. Kristalle sind nur für eins gut. Hochpräzise interne Zeiterfassung. Und ein paar sind wirklich hübsch. Warum bist du so gemein, Grubs? Es ging hier ums Überleben, Sparrow. Dann fängst du endlich an, die Dinge ernst zu nehmen. Niemals. Welchen Sinn hat das Leben, wenn man alles jederzeit ernst nehmen muss? Du bist hoffnungslos. Oh. Was haben wir da bekommen? Wird meine Seele vernichten? Wait, what? Ich hätte gerade die Conference Call in upgegradete Version. Ich lieb die Schrotflinte einfach. Aber aktuell habe ich auch nichts Besseres, was Schrotflinte angeht. Wo
was du versprochen hast. Ah, da. Vorsicht, diese Energie ist flüchtig. Oh nein, oh nein! Ich glaube, das Ding fliegt in die Luft! Zurück! Falscher Alarm! Ja, irgendwie haben wir dieses helle Licht überlebt. Bitte sehr, Kammerjäger. Unsere finstere Kanone wartet. Sie ist so wunderschön. So finster. Und so. Kanonisch. Deine Bezahlung, Kammerjäger. Na, worauf wartest du? Du hast eine schicke, finstere Kanone. Tja. Ja. Oder nicht? Geh da raus und töte ein paar Malewon. Du Naturgewalt, du. Du wundervolles Monster. Boom, boom, baby. Das wird eine Waffe gewesen. Egon. Wir dürfen nicht die Laserströme kreuzen. Ghostbusters, geil. Du hast nichts zu tun. Geh mir mal zur Hand. Du hast sicher die Nekrobeben gespürt, Kammerjäger. Das muss Maliwans Werk sein. Alles klar. Bebenzeit ist die beste Zeit. Wie du siehst, findet Sparrow Nekrobeben lustig und cool. Aber wenn die nicht aufhören, wird dieser Planet in Stücke gerissen und alles darauf wird ausgelöscht. Was objektiv betrachtet nicht cool ist. Setze diese Signale ein, um die Quelle der Beben zu finden. Nimm auch ein paar Sprengsätze mit, für alle Fälle. Platziere zuerst das erste Signal. Okay. Diese Kristalle kommen ins Schwingen. Gut, nur noch zwei. Wir müssen die Signale triangulieren, um die Quelle des Nekrobebens zu bestimmen. Mhm. Okay, kommen wir gleich. Die haben doch beide einen Waffe. Wo muss ich denn eigentlich hin? Oh, komm. Lass dich mal die anderen Waffen, die ich jetzt habe. Cool. Ich habe eine weitere Frequenz bemerkt. Was bedeutet, dass du nicht von gefräßigen Tieren in Stücke gerissen wurdest und das andere Signal platziert hast?
gut. Jetzt kann ich triangulieren. Ein Moment. Rose, du brennst! Guck mal! Rose! Hey! Sparrow, bitte. Ich versuche mich zu konzentrieren. Okay, ich sende dir die Koordinaten, Kammerjäger. Interessant. Die Nekrobeben kommen aus einer unterirdischen Höhle. Wir werden mit den Sprengsätzen einen Zugang freilegen. Passt. Ah, das ist da, wo wir vorhin nicht weitergekommen sind. Was uns dort aber erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, dabei zu sein. Und wenn ihr es noch nicht schlecht getan habt, der Notation bei einem reindrücken, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte euch YouTube nicht benachrichtigen, wenn was bei uns abgeht. Habt ihr noch den Twitter-Account von Dennis, den ihr ein Follow reindrücken könnt und auf alle Feed-Anzeigen einstellen solltet. Denn dann seid ihr safe und bekommt immer mit, wenn bei uns in welcher Form auch irgendwie etwas geht. In der Hinsicht. Den hier. Und sage bis denn dann. Tschüss.